Boom, werfend. Ach, die willst du Feuer machen? Ja, klar. Ach, eigentlich egal. Naja, so. Naja. Ja, gut, was soll's. Dann machen wir halt die morgen in der nächsten Folge. Ist es schon wieder soweit? Ja. Ich hab's durch die Treppe gesehen, wie geil. Oh, schön. Hä? Die Quest hat dahin geführt. Ich wurde verarscht. Ich wurde einfach ein verarscht. Ein random Zero Moment. Yay! Ich bin einfach nur der Quest gefolgt, dachte, wenn ich da runterspringe, komme ich easy auf die untere Plattform. Rudolf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber er ist nun mal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein- und Herausschleichen mehr, keine Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägeln auf seinem Stuhl. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Haiwar. Das ist so gemein. Da sitzt ein Blinder, ich sag mal wach meinen Anführungszeichen, der ein Buch hat, das leere Seiten hat. Eigentlich muss ich das mitnehmen. Sorry, aber das ist einfach zu cool. Ein leeres Buch. Oh Mann. Übrigens, jetzt haben wir nicht mehr diesen qualvollen Ladebildschirm, sondern qualvolle Tipps. So, jetzt sind wir zwar wieder am Anfang, aber da wir es sowieso sonst nicht weiter schaffen, porten wir uns da einfach hin. Und dann zeige ich denen den Stinkeficker. Stinkeficker? Finger. Der Stinkeficker. Hier haben wir einen hübschen Hinweis. Ups. Auf der Xbox ist das die X-Taste. Tut mir leid. Wenn ich jetzt... Zero, du spielst eindeutig zu viele Spiele. Nett. Sollte man nicht irgendwie ins Menü gehen? Es tut so weh, Freunde. Die Dummheit, sie tut so weh. Man konnte doch irgendwie ins Menü gehen. Ich drücke keine Tasten mehr. Ich drücke keine Tasten mehr. Nein, das ist nicht das Menü! Ich will aus dem Inventar. Da. Freunde, das war doch irgendwo, dass ich mich meine Leiche porten konnte, oder? Das ist nicht das Menü. Das ist nicht das Menü. Oh Gott. Homing Tears. Homing Tears. Nein. Okay. Zwei Räume noch. Ah, Isaac. Instant. Oh.